In dem heutigen Video haben mein Aufnahmepartner und ich uns beide 91 Plus Karten ausgesucht aus allen verschiedenen Kartentypen. Und ich glaube, wir haben uns beide eine sehr, sehr coole Karte rausgesucht. Ich habe Harry Kane 91er Road to the Knockouts UEFA Champions League Karte für fast 800.000 Münzen gekauft. Und mein Aufnahmepartner hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Nicht nur eine, sondern mehrere Schippen, ich sag euch ehrlich. Vinny Junior Trailblazer. Ja, was geht, Freunde? Ich habe richtig auf die Kacke gehauen heute. 6 Millionen Münzen kostet der gute Herr. Ey, ich sag euch ehrlich, Leute, das wird ein sehr, sehr cooles SBB. Wir haben sehr, sehr coole Teams drumherum gebaut. Also so eine Art Wundertüten-Pack-SBB. Wenn ihr das feiert, wenn ihr wollt, dass wir weiter so machen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und tut mir leid für meine Stimme, tut mir leid für mein Aussehen. Ich bin krank, meine Freunde. Ich hoffe, ich werde jetzt mal langsam wieder gesund. Ihr seht es sogar, ich habe hier Abdrücke vom Nasenschnauben. Das ist geisteskrank. Es ist rot in meinem Gesicht. Es tut weh. Ich denke, hätte ich das gesagt mit dem Aussehen, hätte ich so einen Spruch gedrückt bekommen wie, das liegt nicht an Kranksein oder so. Aber ich lasse sowas. Ja, weißt, aber ich bei bin dir nicht. Stimmt's ja auch. Ja, es war so klar. Guck mal, ich... Ja, aber es nee, ist ja weiter. So. Nee, ich höre jetzt auf zu reden. Ja, ist okay. Leute, ein bisschen supporten. Ja, streik mal. Wie dann, die Deutsche Bahn. Spiel ich da. Alter, dann streik halt einfach in-game, wie immer. Damit es heute wieder ein easy win wird. Nee, ich rede gar nicht mehr. Egal, was ich hier sage, ich grab mir hier eine eigene Grube. Naja, Leute, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr ripped. Deswegen entschuldigt, wenn ich nicht so euphorisch sein kann, nicht so laut reden kann. Ich muss meine Stimme ein bisschen schon. Tee mit Honig steht hier auch wieder. Wasser, Taschentücher. Es ist alles parat. Du willst dir auch endlich die allerbesten Spieler in FC 25 leisten können? Dann hör mir jetzt genau zu. U4GM ist mein neuer Coinsponsor und verkauft die günstigsten und sichersten FC 25 Coins. Das Geile daran ist, mit meinem Code Jen kriegst du sogar noch einmal 5% Rabatt obendrauf. Und ich und ganz viele andere Nutzer auf Trustpilot sind super zufrieden. Also checkt jetzt unbedingt U4GM ab. Links in der Beschreibung. Ey, okay, ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Ich halte die Tafel rein. Ja. Und ja, mal gucken, was du da so gebaut hast. Ich spiele den guten Rudi Völler Hero im Sturm. Habe ich aus meinem Hero Pack gezogen, habe ich mich sehr drüber gefreut. Der kostet nämlich noch 800.000 Münzen, das ist echt geil. Deswegen zockt er heute und würde ich hoffen. Weißt du, wen ich gezogen habe? Sag mal. Howard. Oh. Es tut mir nicht leid für dich. Tut mir überhaupt nicht leid. Mhm. Rechter Flügel Rafinha. Ich wusste es. Ich wusste, dass du einen von den beiden spielen wirst. Aber du hast es war so klar. Nein, ich habe beide, Rodrigo und Rafinha. Was laberst du? Ja, natürlich. Also Rodrigo und Rafinha, beide aber, locker aufgeschrieben. Aber kann Rodrigo Stürmer? Nein, weiß ich nicht, ob einer von den Stürmer kann. Ist das dann rechtens? Natürlich ist das rechtens. Ich weiß nicht, ob einer von den beiden Stürmer kann. Ich habe auf jeden Fall beide aufgeschrieben. Nicht. Ich weiß nicht, ob das... doch, Rodrigo kann Stürmer. Hast du nochmal gerade so Glück gehabt? Ja, guck. Ja, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich wollte auf jeden Fall nicht, dass du einen von beiden schießt. Ich wusste, dass du einen von beiden mitnehmen wirst, weil vor allem Rafinha, wir beide waren immer so, boah, der ist voll geil und so. Durfte noch keiner von uns beiden mitnehmen, ne? Dann halte ich mal rein. Mal gucken, was bei dir so geht. Ja, es ist schon hart. Also links bin ich mit Hemp gegangen. Das ist eine Engländerin. 4-Sterne-Skills, Trailblazer-Karte. Mal gucken. Und rechts bin ich dann mit, boah, das könnte hart sein, ich bin mit Palmer rechts gegangen. Ah, Junge, Palmer, ey, da hast du den, da musstest du doch irgendwie eine geile Karte von ihm diskarden, habe ich so halb mitbekommen, oder? Ja, die scheiß Trailblazer-Karte für 800k. Das wird mir bis zum Himmel wird mir stinken. Mir stinkt aber eine andere Sache, und zwar, dass ich niemanden getroffen habe, Cenk. So, würdest du sagen, du hast Obvious gebaut oder nicht? Nee, ich glaube, du kannst nicht einen einzigen bei mir treffen, um ehrlich zu sein. Echt jetzt? Ja, du hast, mir fällt gerade ein, Cenk. Ich hab, doch kein ZM. Ich hab nur ja. 3 ZMs. Willst du da nochmal okay, kurz was ändern? Okay, das ist ein bisschen cheaten. Nee, mach einfach. Du kannst ja was ändern. Nee, mach einfach, alles gut. Okay. Und zwar gehe ich mit den beiden Frauen. Ich glaube, eine davon könnte sogar ZOM, ja. Also kannst du trotzdem treffen, beide können sogar ZOM. Ja, alles gut. Mhm, Altana und Budeyas. Und in der Mitte gehe ich mit Parejo. Hä? Linken die überhaupt zu irgendwem von vorne nicht, ne? Parejo linkt zu Vinny und zu Rafinha und die Frauen auch zu Rafinha. Okay, aber die sind nicht voll dadurch, oder? Also nur die Frauen. Die Frauen sind dadurch voll. Aber Rafinha und Vinny nicht. Hä, komisch. Ich dachte, es ist safe, du gehst mit De Jong. Nee. Dann habe ich noch Bellingham einfach mal aufgeschrieben und Musiala. Einfach mal Bellingham aufgeschrieben. Okay, gut. Ich halte mal mein Board rein. Mal sehen, ob du ihn einfach mal so aufgeschrieben hast. Meinst du, ich schrieb Bellingham oder was?
Ich weiß ja nicht. Ich spiele Loftus Cheek. Ich spiele Paul Scholes. Und ich spiele Phil Foden. Ach, sehr ärgerlich. Bei mir stehen drauf, ich fange erstmal mit den beiden an, Bellingham und Bernardo. Das waren einfach so random Tipps. Und dann, ich war mir so sicher, Cenk. Ich wusste den Namen nicht, deswegen steht drauf Bayern Frau England. Weißt du, wie sie heißt? Stanway? Stanway, genau. Die hat so eine Trailblazer-Karte. Ich war mir sicher, dass du die zockst, weil das ist halt ein geiler Link für Kane gewesen. Schade. Das Schöne ist, es sind alle voll, nur Kane und Loftus haben 2 Chemiepunkte, aber es ist auch schon so gut wie voll. Alles England bisher, ich habe schon 3 Ligen drin. Es ist alles super bei mir gerade. Es ist alles super. Na dann, sei dir gegönnt. So, Außenverteidiger-Action, mein Board ist drinne, Cenk, du kannst gerne reinstellen. Also, ich habe zwar schon 3 Ligen, ich hole mir aber nochmal einen Perfect-Link ab. Und zwar sind es einmal... Bist du weiter auf Engländer gegangen? Ja. Das ist schön. Ich bin nämlich auf 2 Spanier gegangen. Und zwar, wenn ich ihn mal finden würde, Fran Garcia. Und dann kann man sich schon denken, wer rechts ist. Wobei, es gibt 2 Optionen. Einmal Carvajal und einmal Vázquez. Ich bin hier aber mit Vázquez gegangen. Schöner Perfect Link, beide voll. Habe ich mir noch eine 4. Liga reingehauen. Jo, mach was du willst. Davis und Kyle Walker stehen drauf. Ja, es ist schön. Es ist schön. Und jetzt noch bei dir welche rausraten. Das wäre super. So, links, um meine 3. Liga jetzt hier voll zu machen. Der hat ja einige Spanier links. Jordi Alba. Die Informkarte von ihm und rechts passend dazu Llorente. Oh, okay. Ich war mir sehr sicher, dass du Antonio Silva spielen wirst, rechts. Okay, ja, und links bin ich mit... Wow, ich habe ihn schon weggestrichen. Ich glaube, das war Lino hieß der. Okay, ja, kenne ich nicht mal. Warte mal, wer ist denn jetzt bei dir nicht voll? Jordi Alba hat 1 Punkt, Vinicius hat 2 und sonst sind alle voll. Er hat 1, okay. Vinny hat 1 Punkt, Jordi Alba 2, so rum. Und zwar klingt es so spannend, weil ich glaube, du hast nicht so viele Optionen dank Alba und Vinny. Okay, wenn du der Meinung bist, tatsächlich funktioniert das Ganze relativ einfach. Fontas ist ein Spanier aus der MLS, der den ja, Link von Jordi Alba gibt. Dazu dann die Icon von Fernando Hierro, der nochmal den Spanien-Link bringt. Und im Tor habe ich einen Premier League-Typen, David Raya. Und woher kriegt Vinny seine 3 Chemiepunkte? Von Rafinha. Der ich halt dachte, Vinny war auf 1. Ja, weil Rafinha raus ist, das habe ich nicht geblickt. Hä, das ist ja so schlecht von dir, schon geblickt. Wieder gecheatet. Jack, ich habe es doch selber nicht gesehen. Ja, Bro, ich hätte doch dann ganz anders aufgeschrieben. Ja, dann hättest du nachbauen müssen, ich habe es doch selber nicht gesehen. Ey, das ist so schlecht von dir. Mann. Oh mein Gott. Ich habe genau deswegen habe ich Militao aufgeschrieben, weil ich dachte, du musst beide linken, habe ich Inigo Martinez aufgeschrieben und habe Casillas noch aufgeschrieben. Das ist so eine Kinderverarsche von dir. Kinderverarsche. Oh mein Gott, das ist so asozial, wirklich. Ja. Okay. Ja, ich Williamson. Damit sind alle voll, by the way, mit Williamson. Dann habe ich aber noch Stones eingebaut und im Tor war es Campos. Jo, kannst du machen, Saliba, Rüdiger, Neuer, gar nichts getroffen. Also, Team voll bei mir, trotz deines Cheatens. Cheatens, und, yo. Ey, ich sag ehrlich, sieht cool aus. Ich habe viele verschiedene Karten im Team. Ich glaube, 5 Kartentypen locker, riecht cool. Bin gespannt. Allein dein Vinny ist, glaube ich, mehr wert als mein ganzes Team, ne? Jo, Vinny ist auch echt geil. Das ist krass. Das ist krass. Boah, Gänsehaut. Ja. Oh. Oh mein Gott, den hält er, ist klar. Da steht jemand. Ja, Skulls. Oh mein Gott, Block 25. Ja. Oh mein Gott, du bist sogar stehen geblieben. Mann, ja, ich habe ihn nochmal zurück verschoben. Es war eigentlich klar, das kurze Eck, aber leider nichts gewonnen. So, komm mal her. Oh mein Gott, das kann doch... Ja, danke, ach, Bro. Ach, Mann. Danke, Bro. Ehrlich. Muss auch mal jetzt sein. Das Spiel ist so langweilig. Es passiert nichts. Oh. Oh, mach ihn einfach. Oh, mach ihn einfach. Ach, oh, und abfeuern. Und abfeuern in Fabios Gesicht. Ist das schön. Alter, das wird immer komisch, halt, diese Aufnahme hier. Ist das schön. Hä, was denn? Boah. Boah. Ach, boah. Leck mich doch. In deine Fresse. Leck mich. In dein Gesicht. Nee, das kannst du schön machen. Oh, boah, ist das ist schön. Jetzt aber auch jeder Ball drinne. Und innerhalb von 15 Spielminuten 5 Buden, Bruder. Bist du Real Madrid oder was, dass du so viele Dinger kassierst? Ah, okay, komm.
Mann, gut, Mann. 5 Discards. 5 Discards, mein Freund. Viel zu viel, sage ich, für das Spiel. So, stellst du um, oder was? Jo, ich bin gerade dabei. Ich weiß noch nicht genau. Ich kann schon mal meine Spieler verkaufen wieder, die ich extra geholt habe, weil ich muss nicht diskarden, Fabio. Mal wieder. Ja, ja. Mal wieder, Fabio. Ja, wie sieht's ja aus? Ja, ich habe umgestellt. Ich habe umgestellt. Hast du Lust zu diskarden, habe ich gefragt. Nee, ich habe keine Lust. So, Harry Kane, 770.000 Münzen, zack. Ja, 5 Discards, sollen wir spannend machen? Mach, was du willst. Wenn, solange du nicht Winnie triffst, ist alles gut. Und Putellas auch bitte nicht. Okay, ich glaube nicht, dass du stehen lässt. Ich habe letztens oft darauf gezielt, dass der Mann stehen lässt, beziehungsweise auch andere Aufnahmepartner, aber sie haben nicht stehen gelassen bei so teuren Karten. Ich glaube, würde ich auch nicht machen. Wir gehen mit dem linken ZM. Gleichzeitig gehen wir mit dem linken Innenverteidiger. Dann machen wir den rechten ZM. Machen auch gleichzeitig den rechten Innenverteidiger. Und ich glaube, wir machen dann noch den mittleren ZM einfach, um das Ding da voll zu machen in der Mitte. Oh, okay. Okay. Kein Winnie, aber Bruder, wo ich stand Winnie? Winnie, Linksverteidiger. Ich dachte gerade kurz, du hast irgendeine Kamera bei mir im Zimmer installiert. Dein erster Pick, Bro, ne? Du sagst LZM, ne? Rudi Völler, was kostet der? 750.000 Münzen, glaube ich, ja. 750.000 Rudi Völler. Und zweiter Pick direkt hinterher, nochmal 200.000 Fernando Hierro. Du hast mit zwei Picks schon eine Mio getroffen. Aber dann, was laberst du? Aber dann die anderen drei Picks waren Gott sei Dank ein bisschen entspannter. Parejo, Fontas und Alba. Ja. Ich hab allein schon mit dem ersten Pick eine Mio Völler getroffen. Ja, das 750 halt, aber. Ja, okay, ja, gut. Aber mit Hierro dann direkt. Alter, okay, das ist crazy. Mach die SBC. Ja. Das ist geisteskrank. Aber es ist trotzdem auch okay, weil Winnie und Putellas überlebt haben. So, SBC ist fertig. Ich drück alles weg. Ja. Was soll ich dir erzählen? Ist weg. Top, alles klar. Leute, schöner Bruch auf der anderen Seite. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Checkt Fabios Video jetzt gerne ab und wir sind raus. Tschüssi.